Kaiser Augustus soll 70 Marmorbauten in Rom errichtet haben. Die Stadt erhält dadurch einen ungewöhnlichen Glanz. In seiner langjährigen Regierungszeit wird Jesus Christus geboren. Er findet Anhänger zunächst unter den einfachen Menschen, später im ganzen Mittelmeerraum, aber auch in Rom. Wie kommt es, dass gerade dieses politische Zentrum zur Metropole der Christenheit wird? Rom ist ein Moloch, überbevölkert, mit einer hohen Luftverschmutzung. Kein Wunder, dass die Promis vor allem in der heißen Jahreszeit der Hauptstadt entfliehen. So laden mondäne Paläste an idyllischen Plätzen zur Sommerfrische ein. Kaiser Caligula zieht es an den Nemisee, südlich von Rom. Wie aus dem Nichts sind hier zwei Luxusschiffe von einer ungewöhnlichen Länge von mehr als 70 Metern wieder aufgetaucht. Hier sehen wir die Rekonstruktion des Hecks im Maßstab 1:1 mit der Ruderauflage vom ersten Schiff des Caligula. Es gab zwei Schiffe. Das eine war ein schwimmender Palast, das andere eine Art Heiligtum. Mit den beiden konnte sich der Kaiser von seiner Villa am südwestlichen Ufer zum Heiligtum der Diana auf der anderen Seeseite rudern lassen. Auf den reich dekorierten Wasserfahrzeugen mit Mosaikböden und Marmorsäulen feiert er rauschende Feste. Die Schiffe verfügen über sensationelle technische Innovationen, wie eine Abdichtung des Rumpfes durch Bleiplatten. Sind sie vielleicht als Testschiffe für die Marine konzipiert? Ist Caligula ein Fortschrittsbegeisterter, ein Visionär, der seine kreative Seite auslebt und Ingenieure zu Experimenten anregt? Neue Untersuchungen haben ergeben, dass durch die Bleirohre auf dem Schiff warmes Wasser gepumpt wurde. Eine schwimmende Wellness-Oase vielleicht? Wahrscheinlich lässt sich Caligula bei Mondschein zum Kultplatz der Diana rudern und praktiziert dabei religiöse Zeremonien. Diana ist die Göttin der Jagd, des Mondes und der Unterwelt. Den Göttern bringt man Votivgaben dar, in der Hoffnung auf Heilung oder auf Fruchtbarkeit. Frauen haben sogar eine Gebärmutter aus Ton geweiht und einen Busen als Dankesgaben für die Erfüllung ihrer Kinderwünsche. Als Anhänger des Diana-Kultes lässt Caligula das uralte Heiligtum am Nemisee ausbauen. Er wächst in einer politisch brisanten Atmosphäre der Intrigen auf. Seine Mutter und seine zwei Brüder werden in den Tod getrieben. So traumatisiert fürchtet er sich sein Leben lang vor Verschwörungen. Vieles, was von Caligula berichtet wird, ist tendenziös, reine Propaganda seiner Gegner. Ist er exaltiert? Ist er ein Kind seiner Zeit oder sogar wahnsinnig? Delektiert er sich nur an seinen extravaganten Projekten oder zieht er bewusst eine Show ab? Geprägt durch Schicksalsschläge und wohl durch eine Nervenkrankheit, inszeniert sich der Kaiser wie ein hellenistischer Herrscher. Für einen Kaiser war der Sommer in Rom viel zu heiß. Man inszenierte sich in der Natur. Was ließ man sich da alles einfallen? Man schwamm mit den Lustknaben in den Fischbecken, baute riesige Meeresbrücken, über die man ritt, konstruierte Kultschiffe mit einer fantastischen Technik, schlief mit der eigenen Schwester, organisierte großartige Festessen. Über Kaiser Caligula, der ja nur wenige Jahre regierte, werden Dinge erzählt, die
die möchte man gar nicht glauben. Skurrile Geschichten ranken sich um sein Lieblingspferd Incitatus. Er habe es mit einem Halsband aus Edelsteinen und sogar mit einem Palast beschenkt. Und angeblich will er dem Pferd sogar die Konsulwürde verleihen und damit vielleicht nur die Senatoren brüskieren? Tatsache ist, dass er die Senatoren durch Willkürakte, grausame Hinrichtungen und Verbannungen zu entmachten versucht. So läuft der Kaiser seinen Gegnern und Verschwörern ins Messer. Oder ist es nur die Rache eines gehörnten Ehemannes, die schließlich zum unrühmlichen Tod Caligulas führt? Das Gedenken an ihn wird später nahezu ausgelöscht. Auch Kaiser Nero führt ein Leben voller Eskapaden. Seine Mutter Agrippina lässt er umbringen und mit Fußtritten verletzt er seine geliebte Gattin Poppaea tödlich. Der Kaiser singt zur Kithara in den Gasthäusern, allerdings nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Kultivierte Römer empfinden das als geschmacklos. Als 64 nach Christus im Circus Maximus ein Feuer ausbricht, können sich die lodernden Flammen 6 Tage lang ausbreiten. 3 Stadtteile sind verwüstet, 7 weitere schwer beschädigt. Eine verheerende Katastrophe. Um die Unterstellungen zu entkräften, Nero selbst habe das Feuer legen lassen, denunziert man Christen als Sündenböcke. Sie erleiden einen grausamen Tod. Einige kreuzigt man, andere zündet man in Neros Park als lebende Fackeln an. Opfer der ersten Christenverfolgung. Nach dem Brand steht für Nero genügend Bauplatz zur Verfügung, um sich durch Prestigeprojekte unsterblich zu machen. Ein gigantisches Vorhaben ist seine Domus Aurea, das Goldene Haus. Eine riesige Kaiserresidenz, die alle bisherigen in den Schatten stellen soll. Mitten in Rom plant er eine 70 Hektar große Palastanlage mit Seen, Weinbergen, Feldern und Bäumen. Daran nimmt das Volk Anstoß. Unkonventionell und innovativ ist die Architektur. In einem Saal für Gelage lässt er ein Himmelsgewölbe installieren, das sich Tag und Nacht dreht. Raffiniert eingesetztes Tageslicht bestimmt die Raumgestaltung. Künstler lassen ihrer Fantasie freien Lauf und zaubern Wandmalereien von erlesener Qualität. Nero besaß eine bizarre Persönlichkeit. Er war sanft und grausam zugleich. Als er das erste Todesurteil unterschreiben musste, wünschte er sich, er hätte das Schreiben nie gelernt. Als Rom brennt, da tötet er viele, viele Christen, weil er einen Sündenbock benötigt. Auf seiner Reise durch Griechenland lässt er die Olympischen Spiele verschieben, tritt selbst als Wagenlenker auf, belegt eine der hinteren Plätze und lässt sich als Sieger feiern. Er spielt Musik, er singt und manchmal hat man das Gefühl, das hat er ganz gut gemacht. Es passt zu Neros weibischer Affektiertheit, sich gerne mit Schmuck zu präsentieren. Um einer Vergiftung vorzubeugen, immunisiert sich Nero durch Gegenmittel wie Quitten und wilde Zitrusfrüchte. Nero selbst übt erfolgreich Giftanschläge aus, auch indem er den Vorkoster seines Thronkonkurrenten hereinlegt. Giftmischerei ist weit verbreitet. Auch das politische Klima ist vergiftet. Aus Angst vor Anschlägen und Morddrohungen verlieren die Menschen alle Skrupel und geben sich bei Orgien, Exzessen und sexuellen Ausschweifungen hin. Den Tod vor Augen haben sie nichts mehr zu verlieren. An der Völlerei und den Perversionen beteiligen sich auch Kaiser. Wenn Nero zu maßlos ist, übergibt er sich oder lässt sich mit einem Klistier erleichtern. Nur wenige nutzen eine Pfauenfeder. Pure Dekadenz.
Zu den schrägen Gewohnheiten gehört es, nicht nur die Essensreste auf den Boden fallen zu lassen. Man spuckt auch aus. Man amüsiert sich zu Tode. Zwei Verschwörungen treiben schließlich Nero mit 31 Jahren in den Freitod. Kurz vorher soll er von sich gegeben haben: Welch ein Sänger stirbt in mir. Das Volk wurde schon in der Antike gekauft. Es gab eine ganze Reihe sozialer Spannungen. Da konnte der Wein unerträglich teurer werden. Man veranstaltete große Spiele, man machte Schenkungen. Das tat nicht nur der Kaiser, auch wichtige Politiker versetzten ihr gesamtes Vermögen, um den Einfluss geltend zu machen. Das hier alles war sehr gewaltsam und eindrucksvoll offensichtlich, denn selbst die ganz großen Gegner, die moralisch dagegen vorgegangen waren, waren sie einmal Gast im Kolosseum, waren sie eingefangen von der Atmosphäre und der Kraft dieser Stimmung. Das Kolosseum, ein Wunderwerk der Baukunst. Mittelpunkt von Roms Freizeitindustrie. Im Kampf um Leben und Tod werden hier wilde Tiere gegen Gladiatoren und hilflose Opfer gehetzt. Mindestens 50.000 Zuschauer sind mitgerissen von der blutigen Show. Auf Kosten des Kaisers, der Brot und Spiele als Mittel der Propaganda nutzt. Anfangs bietet die Arena ein ganz erstaunliches Spektakel, dessen Rätsel nun entschlüsselt ist. Der hölzerne Arenaboden war tatsächlich demontierbar. Kurzfristig kann also die Arena geflutet werden und bietet als künstlicher See die Kulisse für Seeschlachten und ein außergewöhnliches Wasserballett von Pferden und Stieren. Am Vormittag locken Tierhetzen das Publikum an. Durch Verletzungen und Hunger zur Raserei gebrachte Tiere kämpfen miteinander und zerfleischen sich. Bei den Eröffnungsfeiern sollen 5000 Tiere zu Tode gekommen sein. Die Hauptattraktion sind die Gladiatoren. Kriegsgefangene, Verurteilte und Sklaven setzen ihr Leben aufs Spiel, fühlen sich als Helden und sind doch Außenseiter der Gesellschaft. Publikumslieblinge können es zu Ruhm und auch zu Reichtum bringen. Fasziniert von dieser animalischen Kraft ist die eingeschworene Fangemeinde. Männer gaben ihnen ihre Herzen hin, Frauen auch ihre Körper, heißt es. Sogar Kaiserinnen, wie die Gemahlin von Marc Aurel, wagen das erotische Abenteuer mit einem Gladiator. Commodus soll in der Arena als Herkules verkleidet an einem Tag nicht nur 100 Bären getötet haben, sondern auch Menschen. Vielleicht, weil in seinen Adern das Blut eines Gladiators floss? Kultivierter geht es anderswo zu. Seit Caesar wird sehr viel von der griechischen Kultur nach Rom gebracht. Die Römer lieben, sie verehren das, was die Griechen entwickelt haben. So bauen sie mitten in Rom ein großes griechisches Stadion. Das geht auf Caesar selbst zurück. Er hat es zunächst aus Holz gemauert. Später wird Domitian einen eleganten, großen, steinernen Bau errichten. Hier wurden keine Gladiatorenkämpfe abgehalten. Hier ging es ernsthafter zu, griechischer zu. Man hat hier Leichtathletik, Diskuswurf zum Beispiel, durchgeführt. Man hat hier aber auch musische, dichterische Wettkämpfe abgehalten. Und am Ende war das für die Römer ein bisschen langweiliger als das, was sie im Zirkus oder im Kolosseum erlebt haben. Die Piazza Navona spiegelt noch heute die Fläche des Stadions von Kaiser Domitian wider. Eine erstaunliche städtebauliche Kontinuität von fast 2000 Jahren. Etwa 30.000 Zuschauer sitzen hier auf zwei Rängen
und verfolgen die Aktivitäten der Athleten. Römischen Traditionalisten sind die nackten Sportler zu unmoralisch und suspekt. Der Kaiser führt diesen Wettstreit zu Ehren des kapitolinischen Jupiter ein. Ein zweites Festival gründet Domitian in Castel Gandolfo. Auf mehreren Terrassen erstreckt sich sein riesiger Sommerpalast im heutigen Park des Papstes. Nur handverlesene Gäste lädt der Kaiser in sein Theater ein, darunter aber auch Bürger und Handwerker. Sie sitzen in der Jury und beurteilen die Leistungen des Vortragenden mit, während Domitian, gut bewacht von seiner Prätorianergarde, die Sieger mit Preisen auszeichnet. Ganz schrille Vorführungen werden hier geboten. Auf der einen Seite Dichtwerke, Dichtungen, und wir wissen von sehr berühmten Dichtern, die hier auftraten, etwa Statius, der auch aus der Hand des Kaisers einen Kranz empfing. Und dann aber können wir auch damit rechnen, dass es sehr kuriose Darbietungen gab, also etwa einen ganzen Tag Trompetenmusik, und auch der beste Trompeter wurde gewiss aus der Hand des Kaisers prämiert. In der Begegnung mit dem Volk im Theater testet Domitian auch seine Beliebtheit in Rom. Im weitläufigen Park verborgen, lässt Domitian einen halb unterirdischen Wandelgang errichten, der längste dieser Art in der Antike. Was Rang und Namen hat, steht Schlange um die Gunst des Herrschers. Ein angemessener, kühler Ort, ideal für Audienzen. Der Kaiser also empfing hier sein Volk, und in dem langen Gang gab es genügend Möglichkeiten, sehr viele, Tausende von Leuten zu empfangen und auf der anderen Seite auch Hierarchien zu schaffen. Also Abstufungen sozialer Art, aber auch der Bedeutung der Figuren angemessen. Und es gab die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen. Der Kaiser konnte sagen, heute kommt mal mein geliebter Freund so und so zu mir. Der musste dann diese Treppe hier herauflaufen und war natürlich in der Unterredung mit dem Kaiser auch besonders exponiert. Jeder sah, das ist der Freund des Kaisers. Hier hat Domitian außerdem die Gelegenheit, das von Ärzten empfohlene tägliche Bewegungspensum von 3,5 Meilen zu absolvieren. Es ist seine Joggingstrecke, die Richtung Albaner See führt. Nur wenige Relikte, wie die Kassettendecke, die wohl vergoldet war, lassen die einstige Pracht erahnen. Innenarchitekten kleiden diesen Korridor mit kostbarem, buntem Marmor aus. Sie verleihen dem ungewöhnlichen Raum mit unterschiedlichen Lichteinfällen ein besonders prachtvolles Flair. Wer sich hier einreiht unter die Repräsentanten Roms, der ist sicherlich mehr als beeindruckt von der Inszenierung des Kaisers in seinem stilvollen Ambiente. Die Feste von Domitian in seiner Luxusvilla am Albaner See sind legendär. Auch Kaiser Hadrian erliegt der Faszination des Landlebens. Er regiert im 2. Jahrhundert und stammt aus spanischer Familie, deren römische Vorfahren schon 300 Jahre zuvor dorthin auswanderten. Auch Senatoren aus Spanien, Gallien und Nordafrika spielen nun zunehmend eine politische Rolle. Vibia Sabina heiratet er, als sie 14 Jahre alt ist. Später lässt er sie zur Göttin erheben. Sie versprüht allerdings wenig Charme. Aus politischer Opportunität wahrt Hadrian jedoch den Schein und lässt sich lieber mit verheirateten Damen ein. Um sich selbst ein Bild von den Provinzen zu machen, bricht Hadrian zu mehrjährigen Inspektionsreisen auf. Sie führen ihn von den britischen Inseln bis hin zum Schwarzen Meer. Tausende von Militär- und Zivilpersonen begleiten ihn.
Er geht gerne zur Jagd und ist ein exzellenter Reiter. Sein Lieblingspferd, Borysthenes, ehrt er nach dessen Tod mit Versen. Nach Tivoli bei Rom verlegt er zeitweise seine Residenz. Die Villa Adriana ist ein Dorado für kreative Architekten und eine Bühne für die Selbstinszenierung voller Reminiszenzen an seine Reisen. Raffinierte Wasserspiele verströmen eine angenehm kühle Atmosphäre. Griechische Architekturelemente verschmelzen mit ägyptischem. So auch mit diesem Wasserbecken, das nach einem Kanal beim Nil benannt ist. Für besondere Festivitäten bildet eine Art Grotte die ideale Kulisse. Hier diniert der Kaiser mit seinen Ehrengästen auf einem halbkreisförmigen Speisesofa aus Marmor. Und setzt sich so als perfekter Gastgeber für rund 420 Geladene in Szene. Antinoos, ein junger Adonis aus Kleinasien. Hadrian ist seinem Zauber erlegen. Ist er sein Geliebter? Oder fühlt er sich von ihm nur angezogen, weil er selbst keine Kinder hat? Bisexualität ist zu dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. Antinoos begleitet ihn auf seinen Reisen, wo er jedoch im Nil unter mysteriösen Umständen ertrinkt. Hadrian stilisiert ihn zum neuen Osiris und begründet den Kult des Antinoos. In der Villa Adriana errichtet er eine prachtvolle Gedenkstätte für seinen Liebling mit zwei kleinen Tempeln. Wasserpalmen und ägyptisierende Skulpturen rufen Assoziationen an das ferne Land am Nil wach. Antinoos war der berühmteste kaiserliche Liebhaber der Antike. Noch heute spürt man seine erotische Ausstrahlung. Nicht nur in Tivoli, auch im ganzen Reich ist er über seinen Tod hinaus präsent. Hadrian gibt sich volksnah und besucht auch öffentliche Thermen. Vor allem in Tivoli realisiert er außergewöhnliche Raumkonzepte. Seine Leidenschaft ist die Architektur. Schon früh scheint er sich beim Skizzieren von Bauplänen selbst verwirklicht zu haben. Als sich der berühmte Architekt Apollodor von Damaskus abfällig darüber äußert, bestraft ihn der Kaiser mit der Verbannung. Ungewöhnliche Grundrisse und kühne Deckenkonstruktionen lassen seine Experimentierfreude erkennen. Reich mit Stuck sind die Thermen verziert. Unter den zahlreichen Baukomplexen in Tivoli, wie Bibliotheken, Herbergen für Staatsgäste und Empfangsräumen, verfügt Hadrian auch über einen Winterpalast. Im ersten Stockwerk liegen seine Privatgemächer, die beheizbar sind. Daneben hat er zwei Toiletten zu seiner persönlichen Verfügung. Das außergewöhnlichste Bauwerk in Tivoli, das eine ganz eigene Faszination ausstrahlt, ist der Inselpavillon. Hat ihn der Kaiser selbst entworfen? Mit seiner Vorliebe für runde Gebäude kreiert er ein Separé von beeindruckender Exklusivität. Von einem Kanal umschlossen, isoliert von der Außenwelt durch zwei hochklappbare Holzbrücken, kann sich der Kaiser hier seiner Autobiografie widmen, Gedichte schreiben, malen und den Erinnerungen an seinen Liebling Antinoos nachhängen. Oder verkriecht er sich hier in tiefer Traurigkeit vor der Welt? Vielleicht führt er hier Geheimverhandlungen von höchster diplomatischer Relevanz. Spione bleiben hier jedenfalls ausgesperrt.
Ein Juwel der Baukunst, das seinesgleichen sucht. Die außergewöhnliche Parklandschaft in Tivoli mit riesigen Wasserflächen lässt die Grenzen zwischen Innen- und Außenräumen verschwimmen. Unterhalb dieser künstlich angelegten Terrasse errichtet man Untergeschosse, die eine dunkle Welt für sich erschließen. Und unzählige Kammern für etwa 1500 Bedienstete verbergen. Ohne vom Kaiser wahrgenommen zu werden, versorgen Sklaven auf einem unterirdischen Wegenetz von fast 5 Kilometern alle Gebäudekomplexe. Eine Geisterstadt, die den Betrieb in dieser repräsentativen Domäne auf vollen Touren hält. Adrian verleiht auch der Metropole ein neues Gesicht. Mit dem Pantheon kreiert er die größte Kuppel der Antike. Eine geniale und raffinierte Konstruktion. Der Vorplatz ist aufwendig gestaltet mit Wandelhallen und Brunnen. Bereits Augustus hat hier die Verehrung aller Götter praktiziert. Denn das Pantheon gründet auf einem Vorgängerbau, den schon Agrippa errichten ließ. Doch der Rundtempel gibt noch viele Rätsel auf. Im Inneren waren Götterbilder aufgestellt. Das Pantheon ist Sinnbild dafür, dass Hadrians Herrschaft unter dem Schutz aller Götter steht. Heute ist es das am besten erhaltene Bauwerk Roms. Hadrians Epoche erstrahlt unter einem günstigen Stern. Seine Friedenspolitik ist von Erfolg gekrönt. Zur Verherrlichung von Hadrian errichtet man einen riesigen Tempel, in dem heute die Börse untergebracht ist. Seine Vergöttlichung vollzieht sich in einer mehrere Tage andauernden Zeremonie. Hadrians Leichnam ist auf einem hohen Scheiterhaufen aufgebahrt. 2 Adler steigen in den Himmel auf. Zeichen dafür, dass der Herrscher unter die Götter aufgenommen wird. Der Hadrianstempel zählt zu den großen Kultbauten Roms und ist umgeben von riesigen Wandelhallen. An die Vorfahren großer Adelsgeschlechter erinnern Grabmonumente, wie dieses in Albano. Wohl um der glorreichen Vergangenheit eines etruskischen Königssohns zu gedenken, der hier in einer Schlacht gefallen ist. Der Sarkophag eines der Mitglieder der berühmten Adelsfamilie der Scipionen. Als Feldherrn und Politiker prägen sie schon in der Republik den Aufstieg Roms. Inschriften berichten vom Familienstolz und vom Streben nach Ruhm. Später wird das Scipionengrab eine Art Museum. Unweit davon liegt eine kleine Nekropole. Wie in einem Taubenschlag sind die Urnen mit der Asche der Toten in Nischen abgestellt. Hier in der Nähe der Via Appia finden weniger Betuchte ihre letzte Ruhestätte. Darunter ein Freigelassener des Kaisers Tiberius und eine Hairstylistin der ersten Gemahlin des Nero. Auch ein Sarg aus Ton mit sterblichen Überresten ist hier aufgebahrt. Eigentlich ließen sich die Römer außerhalb der Stadt an den großen Straßen beerdigen. Den Kaisern kommt das Privileg zu, große Grabmonumente im Marsfeld zu errichten. Kaiser Augustus geht voran mit einem eleganten Mausoleum, das dann getoppt wird
von dem Grabbau des Kaisers Hadrian. Dieses Mausoleum besteht aus einem großen, marmorverkleideten Quader, darüber ein Zylinder und, wenn die Rekonstruktion stimmt, ein aus Erde angehäufter Kegel, auf dem sich ein Streitwagen befindet mit der Statue des Kaisers selbst. Nicht nur die Asche Hadrians wird hier bestattet, auch die seiner Familienmitglieder. Das Hadrians-Mausoleum ist ein Dynastengrab. Der Legende nach soll hier später ein Engel das Ende einer Pestepidemie angekündigt haben. Deshalb der Name Engelsburg. Bereits in die antike Stadtmauer einbezogen, wird sie dann zur Festung der Päpste. Marc Aurel ist der Philosoph auf dem Kaiserthron. Seit seiner Jugend begeistert er sich für die Philosophie. In seinen Selbstbetrachtungen plädiert er für ein Engagement zugunsten der Gemeinschaft, eingebettet in die Harmonie der Natur. Um seine Kriege zu finanzieren, lässt der Kaiser auch die Preziosen einer Verwandten versteigern, darunter stadtbekannte Geschmeide, sowie seine eigenen Kunstschätze. Marc Aurel dankt es den Göttern, dass er auf Luxus verzichten kann. Obwohl er nichts sehnlicher wünscht als Frieden, verbringt er lange Jahre auf Kriegszügen. Vor allem germanische Stämme an der Donau versetzen das Reich in Angst und Schrecken. Sie stoßen sogar bis Aquileia vor und verwüsten ganze Landstriche. Vom Donau-Limes aus, der dicht mit Kastellen abgesichert ist, starten die Römer eine Gegenoffensive. Sie errichten in germanischem Gebiet zahlreiche Feldlager, die erst vor kurzem ausgemacht wurden. An die verlustreichen Kriege gegen die Markomannen erinnert im Herzen Roms die Marc-Aurel-Säule. Einzelne Szenen dieses Krieges, wie das Übersetzen über die Donau, sind darauf dargestellt. Durch ein starkes Bevölkerungswachstum sind die Germanen gezwungen, sich neue Siedlungsräume zu erobern. Wie ein Paradies auf Erden erscheint ihnen das Römische Reich. Die Markomannenkriege sind die Vorboten der germanischen Völkerwanderung. Von einem Ehrendenkmal stammt wohl dieses Relief. Es zeigt den Kaiser mit Panzer- und Feldherrnmantel über zwei knienden Barbaren. Mit erhobenen Armen bekundet der Herrscher seine kaiserliche Güte. Mit den Unterworfenen handelt er milde Verträge aus. Marc Aurels Reiterstandbild aus vergoldeter Bronze ist ein einzigartiges Juwel der antiken Großplastik. Überall im Römischen Reich standen solche überlebensgroße Reiterstatuen. Doch nur Marc Aurel hat überdauert. Lange hielt man das Standbild für den christlichen, segnenden Kaiser Konstantin. Auch wenn die Nachfrage nach dem wertvollen Material Bronze noch so groß war, so wagte niemand, diese Reiterstatue zu zerschlagen und einzuschmelzen. Religionen aus Kleinasien und Ägypten treten ihren Siegeszug in Rom an. So auch der Mithraskult, der vor allem bei Soldaten eine besondere Anziehungskraft besitzt. Geheimnisumwittert ist auch der Isiskult. Nach der Einweihung in heilige Riten sind ihre Anhänger zum Stillschweigen verpflichtet. Besonders Frauen fühlen sich zur ägyptischen Göttin hingezogen. Bei ihrer Verehrung steigern sie sich häufig in Hysterie hinein. Rituelle Waschungen und zehntägige Enthaltsamkeit gehören zu den Vorschriften. Isis-Heiligtümer sind ein idealer Ort, um Kontakte zu knüpfen. Bald macht ein neuer Glaube den alten Kulten Konkurrenz.
Jesus Christus hat von einem Königreich ohne Gewalt gepredigt. Einer seiner Apostel, Paulus, ein römischer Bürger, wurde nach Rom gebracht. Da sich diese Lehre wider den Kaiser richtet, wird er um 67 nach Christus zum Tode verurteilt und enthauptet. Seinen Leichnam bestatten Christen in der großen Nekropole an der Via Ostiense. Über dem Grab des heiligen Paulus errichtet man später ein riesiges Gotteshaus, das den Ausmaßen der heutigen Kirche San Paolo Fuori le Mura in etwa entsprach. Die ersten Christen stammen eher aus bescheidenen Verhältnissen. Mit freiwilligen Beiträgen in die Gemeinschaftskasse kommt man für die Armen auf. Der frühe Erfolg des Christentums liegt wohl in der Fürsorge für Arme, ähnlich wie heute in einer Suppenküche für Sozialschwache. Fürsorge, Nächstenliebe waren in den alten Kulturen keine Selbstverständlichkeit. Die Griechen entwickeln erste ethisch-moralische Konzepte. Unter den römischen Kaisern war die Clementia, die Milde, ein Teil der staatstragenden Propaganda. Die Christen sammelten um sich arme Menschen, gaben ihnen ihre Würde zurück, auch in dem Augenblick, wo sie das Begräbnis für die Mittellosen finanzierten. Ab dem 3. Jahrhundert werden Christen in unterirdischen Nekropolen bestattet. Aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise entstehen die etwa 60 Katakomben mit ihren Grabnischen. Die weitläufigste ist die Callistus-Katakombe. Wie in einem Labyrinth verlaufen kilometerlange Gänge in mehreren Etagen mit über 150.000 Gräbern. In einer Krypta werden die frühen römischen Bischöfe zur letzten Ruhe gebettet. Einer von ihnen, Bischof Callistus, hatte einen schillernden Werdegang hinter sich. Als Diakon wird er damit beauftragt, die Verwaltung der Callistus-Katakomben zu übernehmen. Er soll den Brauch des Fastens an Aschermittwoch eingeführt haben. Schließlich wird er zum Bischof von Rom ernannt. Mit seinen unkonventionellen Aktionen erregt er die Gemüter seiner Gegner. Begonnen hat Callistus seine Karriere als Sklave in einer Bank, die er in den Ruin geführt haben soll. Schließlich verbannt man ihn zur Zwangsarbeit in ein Bergwerk in Sardinien. Dort kann er entfliehen. Wird er wegen seiner Erfahrungen im Finanzwesen zum Bischof Roms gewählt? Um Frauen aus dem Senatorenstand, die keinen standesgemäßen christlichen Mann finden, in der Gemeinde zu halten, erlaubt Callistus ihnen, mit Sklaven ein Konkubinat einzugehen. So verhindert er auch ihren sozialen Abstieg. Auch im alten Rom war die Hochzeit das große Fest der Gefühle und stand damit im Zentrum des Familienlebens. Die Braut war jung, sie war schön. Ab 12 konnte man heiraten, mit 20 sollte man geheiratet haben, sonst gab es unter Umständen eine Strafe. Das Fest konnte 2 Tage lang dauern. Am Abend nach der Hochzeit gab der Brautvater das große Dinner und da wurde die Braut geraubt, symbolisch, und verbracht von ihrem alten Haus in das neue Haus. Und das sollte an einen großen Mythos erinnern, an eine Legende, nämlich an den Raub der Sabinerin. Die Hochzeit ist ein schönes Bild, ist etwas für die Gefühle. Rechtlich war sie nicht bindend. Da war der Ehevertrag, der wurde ganz hart ausgehandelt. Und es mussten 10 Zeugen anwesend sein für die Unterschrift. Irgendwie erinnert uns das an moderne Zeiten. Meist werden Ehen arrangiert, selten aus Liebe geschlossen. Vermögende Witwen gelten als reiche Partie. Hart handelt man die Mitgift aus. Ein Zeremonienmeister
halb Brautführer, halb Hausgeistlicher, führt die Kulthandlungen durch. Erst am Tag nach der Hochzeit überreicht man den Brautleuten die Hochzeitsgeschenke. Kommt es zur Scheidung, bleiben die Kinder beim Mann. Anfangs trifft man sich zum Gottesdienst in Privathäusern mit einer Art Hauskapelle, einer Märtyrergedenkstätte, wie unter der Kirche San Giovanni e Paolo. Bereits um 250 haben die christlichen Gemeinden einen großen Zulauf. An ihrer Spitze stehen Priester und Diakone, die geistliche, karitative und administrative Aufgaben erfüllen. Darunter werden auch 52 Exorzisten aufgeführt. Allmählich treten auch Römer aus höheren sozialen Schichten dem neuen Glauben bei. Der Zölibat, die Ehelosigkeit, wird schon damals diskutiert. Bei Priestern ist er erwünscht und bei Bischöfen die Vorschrift. Ausnahmen bestätigen die Regel. Während Frauen in den heidnischen Kulten als Priesterinnen aktiv sind, verbleiben sie in der christlichen Kirche im Laienstand. Die Emanzipation der Frau im öffentlichen Leben verliert an Bedeutung. In den Katakomben trifft sich die Gemeinde zu den Beerdigungsfeierlichkeiten und zu Totenmessen. Immer wieder kommt es jedoch zu Christenverfolgungen. Wer das Kaiseropfer verweigert, wird gnadenlos gehetzt. Dass die Christen im Verborgenen beten, macht sie verdächtig. Viele lassen sich nicht entmutigen, halten an ihrem Glauben fest und gehen lieber als Märtyrer ins Paradies ein. Obwohl die Verfolgungen nicht aufhören, besteht das Christentum weiter und tritt unter Kaiser Konstantin seinen Siegeszug im ganzen Weltreich an.